Erde. Von Floriade 2012. Floriade ist eine Weltgartenbauausstellung in den Niederlanden. Die ist einmal jeder 10 Jahre. Und die nächste ist in 2012 in Venlo. Weltgartenbauausstellung ist etwas ähnliches wie die Bundesgartenshows und die Landesgartenshows hier in Deutschland. Und hat alles zu tun mit Blumen, Pflanzen, Obst, Gemüse, die Natur. Wir erwarten auch viele deutsche Besucher nächstes Jahr in Venlo, weil da sind schon viele Duisburger, die jede Woche in Venlo Einkäufe machen. Deshalb erwarten wir auch so die Floriade 2012 viele auch Besucher aus Duisburg. Wir haben auch ein spezielles Programm für Kinder, Floriade Kids. Und deshalb sind Flora und Florian heute hier. Die haben auch vor 2 Wochen haben die mit 800 Kindern in Venlo auch 20.000 Bäume gepflanzt. Und deshalb sind die heute auch hier bei der Pflanzung von diesen Bäumen, die die Gemeinde Venlo an die Gemeinde Duisburg hier. Viele Dinge, die wir im Austausch miteinander betreiben und die uns auch verbinden. Wie kann denn Duisburg darauf am Baumfesttag teilnehmen? Das ist eine Tradition mittlerweile, die entsprechende Dezernat für Grün und Umwelt schon seit Jahren pflegt. Und die Kollegen gehen rüber nach Venlo, sind dann an den entsprechenden Feierlichkeiten dabei. Aber auch die Kollegen aus Venlo sind sehr, sehr oft hier und nehmen dann auch bei entsprechend ähnlichen Feierlichkeiten. Ich bin zu Hause in der Baumfestung.